Hallo meine Lieben, ich bin Irina und jemand, jetzt weiß ich nicht, Liana glaube ich, wollte eine Single-Legung. Okay meine Lieben, dann machen wir Single-Legung. Was erwartet dich demnächst, wenn du auf einen Partnersucher bist? Gleich die erste Karte zeigt uns die Situation, die du hast momentan. Ich sehe hier Veränderung, Transformation, meine Lieben. Das ist eine letzte Stufe Transformation. Das ist, wenn ein Mensch erwacht aus dem tiefen Schlaf. Das ist nach dem Winterschlaf, kommt die Frühling und du bist normalerweise nach dieser Karte bist du voll und ganz bereit, jemanden kennenzulernen. Gleich werden wir weiterschauen. Diese Karten, diese Karten. Die Karte zeigt, du hattest was wirklich, etwas wirklich zu verarbeiten. Du hast schmerzhafte Sachen hinter dir, ein Stress, eine schmerzhafte vielleicht Trennung. Das ist das, was die Karten uns zeigen. Genau, dir hat das sehr viel Kraft gekostet, sich wieder zu erholen, sich wieder auf die Beine zu stellen. Das war sehr schmerzhaft. Ich werde mich nicht wundern, wenn bei manchen von euch hat das wirklich jahrelang gedauert. Kommt darauf an, wie schnell kannst du etwas verarbeiten. Und wir sehen die Karte, zwei Kelche. Nach das alles, was du erlebt hast, hast du verdient, jemanden kennenzulernen. Dann schauen wir, wen wirst du demnächst kennenlernen? Wer am besten wird zu dir passen? Und hier haben wir der König der Stäbe. Das ist ein aktiver, attraktiver Mann, der weiß, was er will, ist sehr engagiert, kleidet sich wirklich außergewöhnlich, etwas immer Buntes, immer Auffälliges. Oft solche Männer tragen oder in Sakko, so in Tasche, zum Beispiel Tuch, Taschentuch oder Hals um, nicht Hals, ich meine ein Schal ums Hals. So richtig auffälliger Mann, meine Lieben. Und dieser Mann weiß ganz genau, wie eine Frau glücklich macht. Was wird zwischen euch? Gleich schauen wir, meine Lieben. So, ich sehe, fängt an zu flirten. Flirten kann man im Internet, flirten kann man auf der Straße, irgendwo Gläschen Wein zusammen trinken, kann man auch bei der Arbeit auf eine Pause. Vielleicht hattest du eine, wie gesagt, Mittagspause und bist zum Beispiel essen gegangen und beim Gläschen Wein hast du jemanden kennengelernt. Aber das ist wirklich ein neuer Anfang und er fängt mit Smiley im Internet und Flirten in eine Öffentlichkeit irgendwo. Du wirst Gefühl haben, das ist der Richtige. Ich habe mir das gewünscht. Und ich habe sehr lange auf so einen Mann gewartet. Vielleicht wirst du sogar Gefühl haben, das ist Schicksal, das ist ein richtiger Schatz, das ist dein Seelenpartner. Vielleicht werden nach diesen Karten, vielleicht werden wirklich eure Gespräche wunderschön sein, auffällig sein. Du wirst das nie, wie sagt man, vergessen. Meine Lieben. Und zum Schluss, so wie aussieht, volle Glück, voller Erfolg in dieser Beziehung. Ich finde, meine Lieben, das ist wirklich ein Glück und ich wünsche dieses Glück jedem, meine Lieben. Auf jeden Fall alles Gute und alles Liebe. Greift diese Situation. Du hast dir das verdient. Tschüss, Papa, meine Lieben.